Arcadecore, was ist das eigentlich? Das fragt ihr euch sicherlich hier auf YouTube und es wird auch immer mal wieder im Stream gefragt. Und Arcadecore ist im Wesentlichen ein Spielmodus von Arc, das heißt, man kann in den Einstellungen Hardcore aktivieren. Und was passiert dann? Wenn ihr sterben solltet, dann wird euer Charakter entweder gelöscht oder auf 0 zurückgesetzt, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist dann der Spielstand von euch hinüber. Und die Challenge, die ich mir aktuell stelle, ist folgende: Ich spiele in Arcadecore, also mit einem einzigen Leben und versuche alle 10 Artefakte auf The Island zu bekommen. Dementsprechend geht das Projekt so lange, bis ich sterbe oder bis ich es geschafft habe. Wenn du das also nicht verpassen willst, dann bleib gerne mit einem Abo mit dabei und ich würde sagen, wir gehen direkt rein in die nächste Folge Arcadecore. Ich habe die Flinte, wir haben die Munition, wir haben Narko, wir haben Fleisch, was halt ein bisschen Trash ist, wir hätten keinen Sattel, den müssten wir ja auch da drin machen, richtig? Habe ich die noch nicht freigeschaltet? Argent Tavis, ach, brauchen wir doch gar nicht da drin. Crazy. Können wir eine Hand craften? Ja, da fehlt einiges an Chitin-Keratin und einiges an Leder. Ist aber kein Problem, das Leder zu bekommen. Ja, dann holen wir uns jetzt Nagi, ne? 1952, perfekte Zeit, um da jetzt mal hinzufliegen. Level was? 36. Weg. 36, da gehen wir uns jetzt... Ach, nee. Nee, 36 wollen wir jetzt nicht haben. Wenn wir jetzt hier schon full risk gehen, dann gehen wir natürlich komplett rein. Natürlich, die Raptoren habe ich nicht mit bedacht, dass die jetzt auch hier sind. Die sind natürlich ein Problem. Hm. 25. Mhm. Und wir erinnern uns auch, auf dem anderen Berg hier von gegenüber wären quasi auch noch Agis. Da stand aber ein Giga letztes Mal drauf. Möchte ich jetzt auch nicht unbedingt Bekanntschaft mitmachen. Wölfe hören wir schon. Die haben Bock. Was ist das? 72 oder 2? Es ist Level 2, Alter. Level 2. Level 79. Yes, Sir. Sie wollen wir. 76. Dododex sagt 10 Pfeile. Ich habe noch nicht mal die Munition reingepackt ins Gewehr. Da haben wir sie. Mal ein bisschen gucken. Wir können den doch auch pullen, wenn wir uns den... Wir können doch reinfliegen. Wir pullen uns den. Dann schießen wir den immer wieder ab. Ja, ich habe eine Taktik. Hallo. Guten Tag. Danke. Vielleicht können wir uns den irgendwo so ein bisschen hinziehen, wo der uns nicht so sehr auf den Nerv geht. Wobei, guck mal, das ist doch voll schlau eigentlich jetzt. Wir fliegen mal hier so ein Stück weiter hoch. Der ist noch aggressiv. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ich wollte von oben runter schießen, dass ich so einen ganz guten Winkel habe, wo ich ein paar Mal treffen kann. Versuche halt eine gute Position zu kriegen mit guter Distanz dazwischen. Ja. Genau so hatte ich mir das gedacht. Nicht. Ich wollte mehr Distanz dazwischen haben eigentlich. Er haut ab. Er haut ab. Schwein. Schwein. Hallo. Haha. Nicht getroffen. Schade. So, pass auf. Der Profi. Der Profi, Digga. So, die lädt jetzt nach. Haben wir kurz den Bug, dass es nicht angezeigt wird, dass die lädt. Jetzt ist er durchgeladen. Lad nach. Lad nach. Lad nach. Lad nach. Hallo. Ist der, geht der Torbo rein? Kippt der gleich weg? Oh, nee, der geht doch nicht rein. Der Dacht hat nun keinen Bock mehr gehabt. Nein, der Petri, der Petri. Der Petri, das war's. Ich hoffe, der Petri lässt gleich von ihm ab. Ich treffe ihn noch. Ich treffe ihn noch, er will abhauen, er will abhauen. Er will abhauen. Petri, Petri, hier hin. Hallo, ich hab doch getroffen. Als ob der nicht getroffen hat. Ich werd nervös. Habe ich meinen eigenen getroffen? Ich bin's, Tim. So. So, Monsieur. Kein Problem. Hab ich doch gut gemacht. Du hast Torporfriste, geht nicht so langsam. Ja, guck mal, wir holen mal ein bisschen was. Wir holen mal irgendwie Fleisch oder so. So, eins hat er schon gefressen. Ja, guck mal. Okay. Ist immer noch ein bisschen hoch eingestellt. So, wir suchen nochmal einen Wolf. Also 32, was haben wir? 32, glaube ich, ne? Das ist ein bisschen low. Gut aus, sieht gut aus. Ich kann natürlich jetzt auch nicht so heftig ins Schneegebiet reinjumpen. Das habe ich vergessen. Dass ich mich da ein bisschen zügeln muss. 72! 72! Yes! 76! 76! Gut, das wird eine witzige Fahrt nach Hause, weil die Base wirklich ein Stück weit weg ist. Wir müssen vorher ein 10-Gehege hier farmen. Ich schmeiß den gleich hier irgendwo ab. Hier, da ist er schon mal isoliert sozusagen. Wir bauen mal ganz kurz ein kleines Systemgehege. Ich glaube, wenn du schräg fliegst, kriegst du keinen Damage. Okay. Wir versuchen das mal. Gut. Das ist halt die Frage, wie lange können wir so fliegen? Nicht so lange. Wir ziehen ihn nochmal ein Stück weiter. Drop ihn nochmal. So, hallo Nico, der Profi. Ich gucke dich schon sehr lange von deinen Tutorials. Ich wollte mich mal bedanken für deine Hilfe. PS, weißt du zufällig, wo Allosaurus spawned sind? Fuck. Oh, was bin ich einfach für ein Typ. Wie geistesgegenwärtig, Alter. Ah, Digga, das war so knapp, ohne Scheiß. Der hätte mich einfach platt gemacht. Real Talk, der hätte mich einfach platt gemacht. Ich hätte gar keine Chance gehabt. Stimmt, Bolas. Ja, ultra klug. Ultra klug, ultra klug. Gut, gut, gut. Habe ich gar nicht dran gedacht. Muss ich erstmal dem Druck standhalten, wirklich zu versuchen, dieses Tier zu bolern, ohne dabei zu sterben. Bin nervös.
Alter, Alter. Gut, ich glaube, der braucht nicht so viel Prime. Ehre, Digga. Ich wollte gerade sagen, ich kann ja noch Equip wegpacken, falls ich sterbe. Ist doch völlig egal, Alter. Ist doch voll egal, ob ich sterbe. Also wenn ich sterbe, sterbe ich. Wisst ihr, was ich meine? So, Freunde, um dieses formschöne Artefakt geht es. Ist hier noch aufgestellt durch das Höhlenvideo, was ich mal gemacht habe. Ich habe die Buchse voll, sage ich euch, wie es ist. Wir gehen aber rein. Da hören wir was. Decke checken wegen Megalania. Oh, da geht's ja wirklich los. Okay. Wir gehen mal weiter rum. Wir müssen halt gucken, ne? Ich habe halt keine Palm, ich habe keine Kryo, weil ich wäre sonst auch da runtergesprungen. Also da runtergesprungen. Das geht wirklich, weil ich bin ja quasi im Spiel. Wir wären sonst da runtergesprungen. Das ist doch nicht euer Ernst. Das ist doch nicht im Ernst, nicht euer Ernst, dass ihr 3 Stück davon hinpackt. Scheiße, gut. Wir kommen gleich wieder. Verrockt euch. Wir haben das im Griff. Problem ist, dass die Rüstung komplett durch ist, ne? Deswegen bin ich ja Befürworter eigentlich der Lederrüstung, ne? Die hätten wir vielleicht als Backup einpacken sollen, hätten wir noch weiter reingehen können. Problem ist halt wirklich, wenn die meine Rüstung platt machen, dass ich dann Schaden nehmen kann. Das ist das große Ding. Versuch Nummer 2. Dann ist es im Vergleich natürlich hoch und ich sehe halt nichts. Ah! Nein. Schwierig. Vor allem ist die auch immer komplett runter dann, ne? Die sind nachtaktiv, ne? Diese Rollen da. Ach, natürlich. Fuck. Die sind doch so nervig. Mir fehlt die Pumpgun, Alter. Das ist wirklich das Ding. Na, wir machen das jetzt. Weil dann könnte ich ja raufballern einfach. Dann würde ich mich da hinstellen von oben. Papp. Oder mit der Flinte. Da fehlt ja aktuell auch das Metall für und das Schießpulver. Können wir ein bisschen Sniper-Action machen. Die Dinger kriegen wir halt alle auf Distanz gedrückt. Das ist nicht das Problem. Die können wir immer wegschieben. Und solange die Artupluera da nichts gegen meine Rüstung macht, ist auch okay. Aber ich habe jetzt ein bisschen... Wann ist denn der Monsieur da wach? Hat da jemand eine Uhrzeit? Hat da jemand das Memo bekommen, wann er sagt, dass er wach ist? 108. Uff. Ja, er levelt. Weg. Er levelt. Übertreib mal nicht mit deinem Spinnennetz, Mann. Was ist denn los hier? Ist jetzt stärker als ein Rex? Okay. Das ist aber nicht die Frage gewesen. Die Frage ist... Wann wird der aktiv? Hey. Ich hasse euch so sehr, dass ihr aus der Wand kommt, als wäre es einfach euer usual business, aus der Wand zu kommen, Alter. Nee, das ist einfach so mein Ding, wisst ihr? Ich komme aus der Wand. 22 Uhr, liest man da im Chat. Er springt nach rechts ab, Alter. Das kann er seiner Mutter erzählen, dass er nach rechts abgesprungen ist. Weg. Man sieht es so beschissen, wo man hier lang muss. Tschüss. War schön bei dir. Kann mal ruhig weiter, ist kein Problem. Danke. Feierabend. Okay, ist eigentlich safe. Easy, ja. Genau. Ah, Digga. Ah, Gamer sind so trash einfach. Immer dieses, easy. War kein Problem. Dreimal fast gestorben gefühlt, aber easy, kein Problem. Ups, falsche Richtung. Da haben wir es doch. Jetzt brauchen wir nur noch, ach, ich denke gerade, oh, komm, bauen wir jetzt noch Obsidian ab. Für einen Sockel. Neben dem Megalosaurus liegt ja ein bisschen Obsidian, aber ich glaube eher nein, Alter. We have it. Erstes verdammte Artefakt. Wisst ihr, welches ätzend wird? Das, wo Skipper gestorben ist. Das wird ätzend. Sehe ich jetzt schon vor mir. Sehe ich schon vor mir.